Ich bin Tobias Werner, bin Sportdirektor beim FCK CS Jena. Bin gleichzeitig aber auch für den Nachwuchs tätig, also bin da in verantwortlicher Position, um da einen guten Überblick zu haben und um uns als Verein weiterzuentwickeln. Ja, die Zusammenarbeit für mich als Sportdirektor mit Bibro ist unheimlich wichtig, weil es natürlich eine sehr, sehr gute Verknüpfung mit den Spielern, mit den Mannschaften an sich gibt. Wir haben einen sehr, sehr guten Überblick, welche Spieler auch geeignet sind, den Übergang in die jeweilige altershöhere Mannschaft zu schaffen. Ich glaube, das ist die beste Basis dafür, wirklich erfolgreich zu sein, wirklich sich als Verein zu entwickeln. Es läuft ganz gut, die Spieler sind zufrieden, gucken sich das immer, also wenn ich mal so reinhöre in die Gruppe, die meisten sagen, haben sich immer natürlich primär ihre eigenen Szenen immer erstmal angeschaut nach dem Spiel. Und wir machen es dann einfach dann natürlich dann am Folgetag dann auch die Mannschaftsanalyse, Spieltaganalyse, so ein bisschen von unserem Spiel, wo wir dann mehr in die Mannschaft halt eingehen. Aber die Spieler nutzen es und sind auch begeistert davon. Ja, einmal natürlich ist die Videoanalyse total wichtig, um einen Einblick über das Spiel zu bekommen, was man selber gespielt hat, um individuell natürlich die Spieler auf Fehler hinzuweisen, um sie besser zu machen. Andererseits natürlich auch ein Stück weit, um sich auf den neuen Matchplan, auf den neuen Gegner vorzubereiten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach den Spielern ein bisschen Werkzeug an die Hand zu geben, um sie letztendlich einfach besser zu machen. Ich benutze den Editor auch für unsere eigenen Analysen. Klar hat man natürlich als Mannschaft immer so einen gewissen Matchplan, den man so hat für jedes Spiel. Und nach dem Spiel bespricht man im Trainerteam so ein bisschen, was war jetzt heute auffällig, welche Szenen wollen wir morgen zeigen. Man kann natürlich immer extrem viel zeigen. Man muss schauen, was ist jetzt wichtig, was kann man vielleicht auch nur in kleineren Gruppen aufzeigen. Und dann besprechen wir das und dann schaue ich mir meistens das gesamte Spiel nochmal an, von Anfang an. Überlege mir, was war der Plan, was war die Idee, was haben wir trainiert. Und dementsprechend gehen wir dann halt auch in die Analyse mit rein und benutze dann auch halt auch öfters den Custom View, also wo ich dann halt auch wirklich nochmal irgendwas markieren kann, Räume markieren kann, Spieler aufzeigen kann, wo sie stehen, wie sie stehen sollen mit Fallen. Also das ist schon ganz gut, relativ einfach auch und sehr effektiv. Am Bibro gefällt mir eindeutig am besten, dass wir einen relativ schnellen Zugriff auf das Spiel haben, dass wir einen guten Überblick bekommen, was gut lief, was schlecht lief. Darüber hinaus ist es natürlich fantastisch, damit zu arbeiten, dass man einen Überblick über die anderen Mannschaften bekommt, aber vor allen Dingen natürlich auch über die anderen Spieler, um das natürlich auch als Scouting-Plattform zu nutzen. Ja, ich würde auf jeden Fall Bibro empfehlen, anderen Vereinen, die es noch nicht haben, einfach auf jeden Fall mal in andere Ideen reinzukommen, wie man auch eine Spieltaganalyse oder eine Gegneranalyse vollziehen kann, weil es einfach viele Möglichkeiten aufzeigt und sehr detailliert, man kann einfach als Trainer sehr detailliert arbeiten und man hat einen sehr guten Blick von oben, man sieht das gesamte Spielfeld, man kann wirklich alles analysieren. Wir haben uns für Bibro entschieden, weil es die einzige Plattform ist, die alle Spiele der Regionalliga Nordost filmt und auch analysiert. Und darüber hinaus ist es einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was für uns als Regionalligist einfach in Frage kommt.